Lieber Erik, merkst du schon die kühle Brise in der Luft? Es könnte der Beginn des Frühlings sein. Oder unsere Frauen im Dorf. Oder generell die Menschen hier sind auch alle sehr kalt, glaube ich. Oder vielleicht ist es auch der Beginn eines dunklen Vorboten, der uns hilft, um das morgige Festival zu feiern. Denn morgen ist Halloween, die Geisternacht. Komm doch in die Stadt nach so 22 Uhr, wenn du teilnehmen möchtest. Der geile Bürgermeister. Möchte ich das noch? Möchte ich noch teilnehmen? Momentan. Ich glaube, momentan möchte er bestimmt vergessen. Ich glaube, da ist ihm gar nicht nach Feiern zumute, würde ich vermuten. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie es dir gehen würde. Der ist ja nicht so eiskalt, ne? Ist natürlich ein Bauer, aber ist natürlich Bauer mit Herz und Bauer sucht Frau. Und Bauer blitzt bei allen Frauen ab, wie es aussieht. Hat ihn aber stehen lassen. Kann das Liebe sein? Ist das Schüchternheit? Ich weiß es nicht. Er hat ja auch nicht so viel Erfahrung und er hat immer noch natürlich ein zernarbtes Herz. Nicht zuletzt hat ihn sein zernarbtes Herz natürlich aus der Großstadt auch hierher geführt. Das darf man nicht vergessen. Und dann wurde gleich darauf rumgetreten, der Mann ist am Ende einfach. Er ist am Ende, verstehst du? So. Gut, das machen wir. Wir gießen ihn mal fröhlich rum. Bis zum 28. haben wir noch Zeit. Ich hoffe einfach mal, dass es noch was wird. Ob das hier noch was wird, weiß ich natürlich nicht. Wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Dann gießen wir halt. Ich meine, sie hat sich natürlich entschuldigt dafür. Achso, das ist alles weg jetzt. Ja, Dennis, du kriegst ja dann Wasser. Sie hat sich natürlich entschuldigt, aber dann hat sie ihn einfach trotzdem stehen lassen. Und das ist vielleicht so, weiß ich nicht. Der arme Notch. So. Blüpp. So, das Wasser haben wir. Dann gucken wir mal ganz kurz, was können wir denn ablegen und was nicht. Boah, wir haben jetzt wieder so viel Müllkrempel und so viel Krempel generell dabei, dass ich erstmal echt gucken muss. Oh, habe ich das nicht gemacht? Habe ich die Dinger nicht eingelegt? So. Okay. Ich lese gerade die Mädels im Chat wieder alle. Team Elliot! Der hat so schöne Haare. Das ist so ein sweeter Boy. Wenn ihr Elliot wollt, dann reibt euch doch selber an dem. Aber lasst doch bitte den Notch aus dem Spiel. So. Der hat schon genug Probleme. So, verstehst du? Okay, Hühnchen brauchen wieder was Essbares und die müssen wieder ein bisschen raus. Üt. 4 Heu. So. Gut. Der Notch wird sein Herz nicht mehr verschenken an eine andere. Der wird sein Herz nicht mehr an eine andere verschenken. Das wird nicht mehr passieren. Sie war die eine. Ob sie es jetzt noch ist, weiß er nicht. Baby. Alle Baby. So, alle Baby, da können wir nichts machen, aber wir können mal eben hier so ein bisschen Stroh legen dahin. Okay. Und die Kühe können ja auch raus. Juhu! Da gehen die Kühe raus. Applaus, Applaus, Applaus. Die fressen jetzt Gras, ne? Guck mal hier. Om nom nom. Deswegen würde ich ehrlich gesagt, ne, deswegen möchte ich gerne später so Gras haben, dass sie so Freiluft rumlaufen. Vielleicht nicht unbedingt in unseren Feldern. Ich hoffe, die machen da nichts kaputt. Ich bin da ehrlich gesagt unsicher so ein bisschen. Wir haben 2 dicke Eier diesmal. Warte, das hat nichts mit letzter Nacht zu tun, sondern wir haben die einfach wir haben die gefunden. Der Diamant. Eigentlich kommen die hier auch raus, ne? Die kommen eigentlich alle in die Höhle. Bomben haben wir jetzt hier auch. Die könnte ich mit hier reinpacken, ehrlich gesagt. So, das ist ja die Günther-Kiste hier. Und der Fire Quartz kommt eigentlich auch in die andere Kiste. Jade, ehrlich gesagt, Jade und Topar. Ich weiß gar nicht, wo das alles hin soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das sortieren soll. Dicke Eier, Weihnachtsfeier, tä, 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 tä. So.
Ich mach mal ganz kurz hier rein, hier rein, hier rein. Marmelade haben wir auch wieder. Gold Nuggets haben wir natürlich auch von unserer super Hüllentour, die sehr ergiebig war. Ein bisschen Kohle haben wir da auch. 500 Steine, 172 Holz ist nicht mehr, ehrlich gesagt, ist schon wieder ein bisschen wenig jetzt inzwischen. Da müssen wir mal gucken. Ansonsten, das kommt drin. So, Eisen packe ich mal. Ach, weißt du was, ich mache hier, ich hau nochmal ganz kurz. Das letzte Eisen hau ich auch nochmal ganz kurz rein, dann haben wir das nämlich auch gemacht. Ah, reicht gar nicht mehr. Gut, Eisen, ciao und Kopper, wow. Huch, was habe ich denn jetzt abgelegt? Habe ich ein Ei in die Kiste gelegt? Hä, wieso habe ich nur einen Kopper? Habe ich gerade das Kopper wieder zurückgelegt? Ich bin einfach so ein Profi. Was mache ich? Was? Hallo? Ich bin einmal durch. Ich bin durch. Die letzte Nacht hat mir einfach, die hat mir sämtliche Synapsen durchgebrannt. Jetzt habe ich ein Eisen zurückgelegt. Das war natürlich mega schlau. So, gut, das haben wir. Das kommt auch wieder zurück erstmal. So. Okay. Da läuft der Dennis voller Freude. Die Brille kommt hier zum anderen Müll. Da so rein. Ach Mist, ich hab vergessen, das Monster-Scheiß. Ach Mann, ich bin so doof. Hab die Hälfte vergessen. Ich hab die Hälfte vergessen. So. Ja, Kopper ist fertig, ist mir gerade egal. Da warte ich lieber, bis der andere Rest auch fertig ist. Das kommt da rein. Sepp kommt in die andere Kiste. Hab ich sonst hier. Schleim kommt da auch noch rein. Und ansonsten, hier waren die Pilze drin. Pilze habe ich nur diesen hier. Und hier hatte ich vergessen, die ganzen anderen Sachen reinzutun. Tut mir leid. War ich ein bisschen durch den Wind gerade. Hat mich aber mitgenommen letzte Nacht. Hat mich mitgenommen. Hallo? Hab gerade natürlich woanders hingeguckt. So. Die großen Eier wollte ich hier reinlegen, ne? Ich tue die generell mal hier rein. Ich weiß nicht genau, ob das noch was bringt, aber ich tue die generell mal da rein, weil eins davon müssen wir noch in die Dingens bringen, in die Tagesstätte. Ne, weißt du schon. Ins Gemeindezentrum. Sepp. Die Eier nehmen wir mit. Das kommt hier mit rein. Das kommt in die andere Kiste. Das kommt hier mit rein. Ich muss das alles mal ein bisschen besser sortieren. Eier weg. Marmelade, ciao! Eier in den Kühlschrank. 23 haben wir noch auf Tasche. So, 14 Uhr. Kühlschrank. So, zack, zack. So. Die haben wir da. Jetzt natürlich die Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Abigail. Freundin. Was machen wir denn jetzt? In die Mine. Ist in die Mine zu spät vielleicht? Aber weißt du was? Ich gehe einfach in die Mine. Ja, Dennis, ist gut. Ich gehe einfach in die Mine. Was soll es? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Guck mal, hier liegt überall noch alles rum. Weißt du was? Ich nehme es mal mit, bevor es Winter wird. Nehme ich das alles mal mit. Hut, Hut, Hut. Nein. Hut. So. Gut. Gut. So. Er muss einfach mal jetzt ein bisschen den Kopf freikriegen. Das geht nicht anders. Und deswegen. Und natürlich, es ist ihm auch egal, wenn er stirbt. This area is overrun with monsters. Oh, Glückwunsch. Oder war das die Area eben gerade? Nee, da oben links ist ein Skelett. Wir müssen erstmal alles, Totenschädel. Wir müssen erstmal alles umbringen, bevor wir weiterkommen. Gut, so Overrun ist das jetzt gerade nicht. Mist. Overrun, aha. Wow, da ist ja richtig. Huiuiuiui. Okay. Oh, stimmt, wir haben ja gar keine Energie. Oh, das stimmt. Wir waren ja letzte Nacht, sind wir besoffen auf dem Boden zusammengebrochen. Besoffen sind wir auf dem Boden zusammengebrochen. Und jetzt sind wir wieder hier. 103. Ob wir es schaffen?
Bestimmt schaffen wir's. Armer Notch. Armer Notch. So. Alter, die Leitern kommen aber heute zu uns. Die Leitern kommen heute richtig zu uns. Gold sammeln wir nochmal ein. Und der Notch kann sich ein bisschen ablenken. Das ist ganz gut. Von den Frauenproblemen. Nicht, dass er aus Versehen noch so ein Klötzchenspieler findet oder sowas. Das will ja niemand. So, weil die Leitern heute so easy kommen. Huch. Easy come, easy go. Würde ich sagen, nehmen wir nochmal. Na toll. Hat der kleine Drecksack noch schnell die Richtung geändert. So. Oh, weißt du was? Auf die Filetmaus habe ich gerade keinen Bock. Deswegen, zack, sind wir auf der 105. Alter. Wow, toll. Alter, das ist... Wie mies ist das denn? Haben wir jetzt den 105er Fahrstuhl genommen? Ja, wir haben den 105er Fahrstuhl. Okay, das ist alles, was zählt. 19 Uhr, dann können wir wieder nach Hause fahren. Alter Schwede, wie gemein. Das ist ja gemein. Also da ist echt, da ist zu viel los. Da ist zu viel los. Na, was soll's. Schwarze Eule von links ist ein böser Vorbote. Es hilft ja nichts. In der Mine hat er die ganze Zeit nur an sie gedacht. Hat sie nicht aus dem Kopf gekriegt. Was soll er machen? Ob sie überhaupt zu Hause ist, weiß er natürlich nicht. Nicht zu Hause. Die trifft sich bestimmt mit anderen Kerlen. So. Okay, hier riecht es, als hätte jemand im Kamin gekotzt. Was ist denn los? Sehe ich dich morgen beim Halloween-Festival? Such nach mir im verwunschenen Labyrinth. Ich... Guck mal, ich hab mein Schwert dabei. Hier mein Schwert, guck mal, guck mal, du magst doch Schwerter, guck mal, ich hab doch. Tja, ich komm rein und sie geht. Tja, hier hat sie gesessen. Ausgeträumt. Und auch der Alkohol brachte keine Erlösung. Hat sie ihn schon wieder stehen lassen? Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Jemanden stehen lassen ist das Schlimmste, was man machen kann. Das Schlimmste. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Auch wenn sie uns natürlich eingeladen hat aufs Halloween-Fest oder gesagt, hier, kommt doch mal hin. Trotzdem stehen lassen macht man einfach nicht. Das macht man einfach nicht. Das ist the worst, sag ich mal. It's the worst. So, okay. Boah, der arme Notch. Da wird seine Liebe auf eine harte Probe gestellt. Aber zumindest die Tiere lieben ihn.
So. Hallo? So. Dann bringe ich mal eben die Sachen wieder weg. Hier, das müsste eigentlich alles weg. Ich hätte die Ausrichtung hier alles. Ich hätte das alles ganz anders machen sollen. Hallo? Lass mal das Schwert in Ruhe. Junge, lass das Schwert in Ruhe. Er zeigt auch allen mal sein Schwert. Der tolle Hund. Eisen haben wir jetzt genau ein Iron Ore. Da, das reicht auch nicht mal für einen Barren. So, 24 davon und ein bisschen Kohle. Okay, dann schmeißen wir hier wieder alles rein. So wird's ja langsam was. Wir müssen da nicht mal stehen bleiben. Jetzt haben wir nur noch 4 Nuggets. Das ist sehr gut. Die Fire Quartz kommen da rein. Ach, 16 Goldohr haben wir dann wieder. Da können wir ein bisschen was machen wieder. Quartz, was wir damit machen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Dann hier, zack, zack, zack. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ansonsten sind wir wieder safe. Okay, gut, alles abgelegt. Ja, ist schon ein bisschen einsam hier drin. Ist schon ein bisschen einsam in diesem Haus auf Dauer. So, 1860. Wir kriegen jetzt also mehr. Hat man 1000, wie viel haben wir vorher? 1400? 1200? Ich weiß es gar nicht. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehr für unsere Marmelade. 1800 pro 4. Das ist okay. Da kriegen wir den Winter über. Den Winter über kriegen wir da so einiges, glaube ich. So, wenn im Winter auch nichts wächst, aber wir haben dann wenigstens irgendwie so eine Halblösung gefunden. Okay. Komische Geräusche draußen. Hier müssen wir nochmal gießen. Ich glaube, morgen ist der letzte Tag, ne? Morgen ist der letzte Tag. Ich weiß nicht genau, ob hier noch was draus wird. Ich weiß es einfach nicht. Die Bienen haben auf jeden Fall zum letzten Mal was produziert. Ob wir morgen noch was schaffen, das weiß ich nicht. So. Ich hoffe, morgen ist noch nicht Winter. Ich hoffe, dass morgen noch ein Tag Herbst ist, dass wir hier jetzt nicht umsonst gießen. Ich weiß nämlich nicht genau. So. Der 27. Wir sollten vorsichtshalber... Also wenn morgen Winter ist, dann ist, wäre... Ich glaube, wir haben noch einen Tag. Ich glaube, wir haben noch einen Tag, aber trotzdem, ich möchte lieber auf Nummer sicher gehen. Huch! Wir müssen für die Tiere nämlich vorsorgen. Ah, Alter, eine falsche Reihe. Die Tiere. So. Okay. Oh, ich muss gleich niesen. Was ist denn jetzt los? So, Näpfchen ist voll. Einmal den Wuffi streicheln und dann würde ich sagen... So, nochmal ganz kurz hier... Guten Morgen, die Damen. Hallo, ihr Lieben. Na, kleine Streicheleinheit. Ja, das gefällt den Damen. So, ich mach gleich mal auf. Hier riecht's ja wie im Affenstall. Und raus mit euch. Na also. So, und jetzt mal ganz kurz eben... Die Kühe lassen wir noch nicht raus, sondern erstmal natürlich, hier nochmal ganz kurz, zack. So, easy going. Hier Stroh, da haben wir noch 4 Stroh. Die können wir noch verwenden. Ich glaube, die sind alle noch Babys, ne? Na toll. Alles noch Babys, ich weiß nicht genau, wie lange. Vielleicht im Winter. Vielleicht sind die im Winter schon. Ich weiß noch gar nicht. So. Das hätten wir. Schon wieder ein großes Ei. Ach so, das liegt natürlich daran, weil die Hühnchen jetzt natürlich glücklicher sind. Deswegen kriegen wir öfter große Eier. So, das Ding ist auch durch. Das heißt, wir können jetzt ehrlich gesagt schon mal mit der Sense hier so ein bisschen da unten die Felder roden zumindest. So. Notfalls holen wir uns mal Grassamen und pflanzen da wieder was ein. So. Und da unten hier. Ich glaube, da ist ein Huhn. Ich hoffe, das säge ich jetzt nicht in der Mitte durch, wenn ich hier rumlaufe. Ich sehe dich doch. Ich sehe dich doch da unten im Busch. Du brauchst dich gar nicht so verstecken. So. 30.
Okay. So. Also wir sollten, ehrlich gesagt, wir sollten genug für den Winter haben. Also eigentlich reicht ein Silo sogar für den Winter, wenn wir ehrlich sind. Solange wir hier nicht zwei Kuhställe haben oder sowas, reicht das locker. So, hier kann ich ruhig wegmachen. Hier kommen später E-Felder hin. So. Müssen wir nur gucken, wann das voll ist. Ich glaube 80, 90, das ist eh schon genug. Das ist schon mehr als genug. Mehr braucht man da wirklich nicht. So, sagte er und machte weiter, weil er nicht aufhören kann. So. Okay. Back, back, back. Oh, die Hühnchen sind so süß. Nicht wie in Minecraft. Jetzt weißt du, wo Notch die her hat übrigens, ne? Jetzt weißt du, wo die Evil Chickens herkommen. Als der Notch damals noch Bauer war. So, auf jeden Fall, wir sollten jetzt genug... Also wir haben mehr, viel, viel, viel mehr als genug Heu. So. 8 Tiere mal 28. So viel brauchen wir. Bin gerade zu faul zum Kopfrechnen. So, das dicke Ei packe ich mal wieder in die Supertruhe. Gegossen haben wir alles. So. Okay. Das dicke Ei tue ich mal wieder hier in die Truhe. Das müssen wir noch mal. Wir müssen mal gucken, was sie noch alles brauchen. Also was die hier noch alles brauchen, das wollte ich mal gucken. Artisan, eine Orange, Kirsche, Aprikose und Honig. Oh. Eine Orange, eine Aprikose, eine Kirsche. Und ich glaube auch, das hier war auch Oak Resin war gefragt. So. Und einmal Honig. Honig, wilden. Nee, die brauchen die normalen Honig oder wilden Honig? Ich weiß es gar nicht. Artisan, Trüffelöl. Ach, Honig haben die schon. Honig haben die schon. Alles gut, alles gut, alles gut. So, Honig haben die schon. Dann gehen wir wieder raus. So. Käse haben wir noch gar nicht, das kommt alles noch. Marmelade haben wir schon. Ein für. Nein, Peach. Ja, weißt du schon. Haben wir? Nee, haben wir noch nicht. Brauchen noch ein bisschen. Parsnip, Green Bean, haben wir sowas noch irgendwie am Start? Parsnip oder Green Bean, irgendwie sowas. Parsnip oder Green Bean? Sehe ich hier nicht. Ganz kurze Frage, was ist das hier? Da sind auch Korallen. Kommt natürlich hier hinten rein. So, und wir haben keinen Kürbis mehr. Ehrlich gesagt, da möchte ich nochmal... Können wir diesen... Ich glaube, wir können sowieso keinen Kürbis mehr schenken, ne? Wir haben hier schon alles voll. Also Geschenke können wir gerade keine mehr machen. So. Okay, Large Egg, Large Egg. Und Entenei haben wir natürlich nicht. Und Ziegenmilch haben wir natürlich auch noch nicht. Das dauert alles noch ein bisschen. Aber wir können trotzdem schon mal ein bisschen was hinbringen. Parsnips, Melonen, goldene Pumpkins, goldenes Korn. Goldene Melonen, goldene Pumpkins, goldenes Korn. Goldene Melone. Goldenes Korn haben wir auch gar nicht. Goldene Pumpkins, okay. So, Orange, braucht man die Orange? Ja. So, und dann hier nochmal ganz kurz Oak Resin. Ich glaube, Oak Resin braucht man noch. Boah, das ist vor allen Dingen so viel. Es ist so unglaublich viel, was wir da brauchen. Crafts Room. Winter, die beiden haben wir schon. Snow Yam und Krokus haben wir beide noch nicht. Winter ist es bald. Construction Bundle. Holz, Steine, Hardwood. Das können wir schon mal machen, theoretisch. Aber 10 Hardwood haben wir momentan noch nicht. Die können wir aber, glaube ich, noch holen. Jelly haben wir schon hier. Ja, Jelly haben wir schon. Okay. So. Hardwood. Ich hole mal ganz kurz ein bisschen Hardwood. 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 So. Flups. 2 Hardwood. Es ist 13.20 Uhr. Da schaffen wir das. Schaffen wir noch ein bisschen locker. Wann fängt dieses Halloween-Festival an heute? So. Hallo.
Nochmal zwei Hardwood. Hardwood. So, nochmal 2, 4, 6. Dann haben wir hier 8. So. Da haben wir 8. Muss mal ganz kurz gucken. Das Ding hier kriegen wir nicht weg, ne? Oh, den kriegen wir. Ah, den kriegen wir jetzt auch kaputt. Ach, wir können ja jetzt auch in den Wald beim Zauberer da, ne? Hardwood, 8, Hardwood, geil. Also hinten beim Wald, bei diesem Zauberer-Ding, da war doch auch so ein komischer Baumstamm, der so quer lag. Da können wir jetzt auch rein. Wenn es da reingeht. Da liegt zumindest ein Baumstamm quer und den, also genauso einer. Und den würde ich ehrlich gesagt gerne mal auseinandernehmen. Stimmt ja. So. Jut, jut. Freunde. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Lalalala. Lalala. Ach, ich hoffe nur. Ah, ich hoffe nur mit Abigail und so. Ich meine, sie ist doch jetzt unsere Freundin, aber warum. Warum ist immer so. Warum. Es ist kompliziert. Bei Facebook Beziehungsstatus, es ist kompliziert. So. Ich glaube, die Silos müssten eigentlich voll sein. Ich hoffe, ne? Also, weiß ich nicht. Hallo? So, den nehme ich auch noch mit. Gut. Okay, 24 Hardwood haben wir. Was wollte ich damit machen? Ach ja, die wollte ich ja mitbringen. 99, 99 und dann... Aber wir haben nur noch 172, ganz ehrlich. Sollte ich vielleicht lieber erstmal sparen. Das sollte ich, glaube ich, erstmal sparen. Ja, die Gießkanne auch. 38, das ist okay, aber wir sollten, also Hardwood sollten wir momentan vielleicht erstmal sparen. Nicht Hardwood, sondern das Holz sollten wir momentan erstmal sparen, wenn wir es bauen wollen. Dann warten wir noch ein bisschen. Okay, Frage. Was brauchen wir noch alles für die hier? Ich will das natürlich auch ein bisschen vorantreiben, ne? Also nicht wundern, Enchanters Bundle, hier ist Oak Resin. Wein, haben wir auch eine Flasche drin, glaube ich. Pomegranate. Haben wir Wein eine Flasche drin oder habe ich die... Habe ich keine Flasche drin. Ich habe eine im Kühlschrank. So, pass auf. Zwei Flaschen Wein. Ich will ja niemanden abfüllen. Aber hier. Ist natürlich ein teurer Wein. Ganz kurz, die Weinfässer, doch, die ruckeln noch. Okay, dann wieder hier. Hier, Bulletin Board für Friendship, Enchanter. Den Wein hat er, Rabbit's Foot, Pomegranate haben wir nicht. Was haben wir hier von? Purple Mushroom, Chub und Frozen Geode. Eine Frozen Tier haben wir, aber keine Geode momentan. Aquamarin brauchen wir noch. Haben wir einen Chub? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht mehr, wo man den kriegt, ehrlich gesagt. Ist ja, das mit den Fischen ist ja so eine kleine Welt für sich. Ob man bei Regen fischt, tagsüber, zu welcher Jahreszeit und so weiter. Ist immer ganz divers. Deswegen, ja, den Chub kriegen wir aber nicht. Den tue ich mal ganz kurz rein. Und welcher Pilz war das? Welcher Pilz war das? Wo waren das? Ah, hier auch nochmal Sea Urchin. Da haben wir doch auch. Aquamarin haben wir jetzt. Red Mushroom. Was war das andere für ein Mushroom? Purple. Purple und Red. Purple und Red. Und ein Sea Urchin. Okay. Sekunde. Purple und Red und Purple und Red. Dann können wir schon mal so ein bisschen, ne? Dann können wir schon mal so ein bisschen was abgeben. So, das können wir auch gleich machen. So, zack. Und dann hauen wir uns gleich wieder. 4 haben wir nur noch. Dann machen wir 25 Gold. Der Goldjunge. So, zack, zack. Das haben wir auch. Und dann nehmen wir mal ganz kurz Red und Purple. Wo sind sie? Nehmen wir den hier und dann nehmen wir den normalen roten. So. Können wir auch alles in die Kiste schmeißen. So. Dann hier reinschauen. Was haben wir denn da? Das ist ein Shout, okay. Wollte ich gerade nochmal gucken, aber ist es nicht. So. Gut, dann sammeln wir gerade den ganzen Scheiß, den wir halt für die Dingens brauchen, ne? Für diese komischen Knickermännchen da, die alles haben wollen, die ungefähr alles haben wollen. Trüffel haben wir noch gar nicht, brauchen wir auf Schweine für, glaube ich. Maple Syrup voller Bottle. 3 Apples.
Ein Apfel hatte ich, glaube ich, ne? Oder? Hatte ich einen Apfel? Oh, hier sind noch 6 Red Mushrooms. Habe ich einen Apfel gehabt oder nicht so? Apfel, 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 Apfel. Apfel habe ich gar nicht. Nee, Apfel habe ich nicht. Sorry. Apfel habe ich nicht. Sieht aus, als würde sein Hut brennen. Mein Hut brennt! Mein Hut brennt! Hilfe! Mein Hut brennt! Hilfe! Okay.